In diesem Video lernst du alles, was es zu den verschiedenen Meerwasser-Aquarium-Varianten am Markt im Bereich der Haupt- und Filterbecken zu wissen gibt. Du lernst die Möglichkeiten und Bauarten kennen und kannst dir so dein Traumaquarium Stück für Stück besser vorstellen und planen. Hi und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Meerwasser Online. Ich bin Olli und wir helfen dir, das schönste Hobby der Welt besser zu verstehen, Schritt für Schritt und leicht verständlich zu deinem eigenen toplaufenden Meerwasseraquarium. In diesem Video geht es um das Meerwasserhaupt- und Filterbecken, vielmehr um die verschiedenen Varianten am Markt. Dieses Video wird dir helfen, die richtige Wahl für deinen Kauf treffen zu können. Stefan, unser Aquariumbauer aus Berufung, hat hier viele nützliche Informationen für dich. Bleib einfach dran. In diesem Video erfährst du Details zum Thema Aquarium, hier von uns das Hauptbecken genannt, und zum Filterbecken. Ja, Stefan, du als ehemaliger und erfahrener Aquariumbauer, kannst du uns etwas zu den Glassorten sagen? Also wir haben ja, beziehungsweise zu den Glasstärken, ne? Wir haben ja verschiedene Formen, die wir so am Markt antreffen. Ich denke mal, das wäre für den Kunden sehr interessant, mal zu erfahren. Wie ist denn da deine Einschätzung zu diesem Thema? Wir haben, es fängt an mit dem Unterschied Grünstich, Floatglas mit Grünstich. Also im Meerwasserbereich ist das ja ein heikles Thema, ne? Mm. Viele Aquarianer wollen ja die Farben, die dann im Becken sind, auch möglichst echt wahrnehmen. Hm. Wenn du jetzt durch eine dicke Floatglasscheibe guckst, die dann doch einen Grünstich halt nur mal zeigt, ist das nicht so optimal. Da habe ich dann verwiesen auf Weißglas, das nennt sich grünsticharmes Glas. Aha. Hat immer noch einen leichten Stich, aber es ist deutlich heller, ne? Aber ich habe dann gesagt, man muss ehrlich zu den Leuten sein, du brauchst jetzt keinen, obwohl es sie auf dem Markt natürlich gibt, du brauchst kein Aquarium mit 6er, 8er Frontscheibe, was dann unbedingt aus Weißglas sein muss. Also meine Empfehlung war ab 12 mm und aufwärts. Da lohnt sich dann da das dann Weißglas, ne? Zu nehmen. Das sind deutlich höhere Kosten. Ich hab's, im Verhältnis? Ich habe es aktuell nicht im Kopf, aber so die Hälfte. Ja. Kam nochmal drauf. Ich meine, klar, oft handelte es sich dabei nur um die Frontscheibe. Da war das im Verhältnis noch okay. Man muss ja jetzt nicht Boden und Rückscheibe aus Weißglas machen, nur die Sichtscheibe. Mhm. Aber gut, ist einfach so ein Punkt. Mhm. Meerwasser-Aquarium gehört eigentlich eine Weißglasscheibe rein, ja. Aber halt nicht bei jeder Glasstärke. Ja. Ne? Und ja, ist einfach so. Wenn ich mir ein gebrauchtes Aquarium hole, habe ich kein Weißglas im Regelfall. Mhm. Das war nämlich meistens wahrscheinlich ein Süßwasser-Aquarium und wird wohl kein Weißglas haben. Gerade kleinere Becken, ne? Deswegen, mit geringer Glasstärke, dann hast du halt nochmal das. Und das schließt es halt nicht aus, nur weil es jetzt kein Weißglas hat, dass ich es nicht nehmen kann. Ne? Auf die Glasstärke steht ja im Verhältnis zum Wasserstand. Ne? Der Wasserstand macht ja den Druck und die Glasstärke wächst mit der Höhe des Wasserstandes. Also mal ganz blöd gesagt, ich könnte jetzt ein Becken bauen, 5 Meter lang, 80 tief, aber solange das 30 hoch bleibt, könnte ich das aus 6er Glas bauen. Ist jetzt völlig unlogisch im Kopf, weil es eigentlich ein Riesenkübel ist. Man hat es mir, glaube ich, angesehen, ich habe ein bisschen irritiert geschaut. Ja. Aber der Druck ist halt derselbe, wie wenn jetzt das Becken hier steht als 30er Frontscheibenlänge. Ja. Ne? Ja. Natürlich müsste man es anders verstreben wegen Durchbiegung der Scheibe, aber so von der Statik her gesehen ist das einfach so. Ne? Zu Aquarienformen, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Denke ich auch. Ne? Wo will ich das überhaupt platzieren? Ne? Wenn ich sage, im Wohnbereich will ich das in irgendeine Ecke platzieren, ne? Möchte es irgendwie an eine lange Wand? Genau. Was gibt es denn da so? Oft war so der Punkt, der Kunde kam und beschrieb mir seinen Platz oder zeigte mir Fotos. Guck mal hier, hier komme ich rein, hier steht die Couch und hier möchte ich das Aquarium. Aber ich möchte nicht gegen so eine spitze Ecke laufen. Mhm. Ich hätte da gerne Panoramaschräge, also Ecke 45 Grad abgeschnitten. Ne? War ja eine Zeit lang über Jahre oder über Jahrzehnte topmodern. Ein Panorama-Aquarium sollte so ein bisschen edler wirken durch die schräg gestellten Scheiben, ist totaler Bullshit. Mir hat es auch nie gefallen, ja, mich voll für den Arsch. Du zerschneidest dir das ganze Bild. Ja.
wenn du durch diese schräg gestellte Scheibe Es verzerrt in das alles, ne? Innere guckst, siehst du nie deine Rückwand in einem. Da schwimmt ein Fisch vorbei, von dem siehst du Kopf und Schwanz. Der Rest verschwindet in Also dieser war Spiegelung. das so eine Modeerscheinung mal Das eine war Zeit lang, ja oder? aber eine ziemliche Zeit lang, Okay. genauso wie Eckpanorama. Ja, heißt, Eckpanorama ist dann. Hinten 90 Aha, Grad und vorne und dann dann. kommen auch im 90 Grad Winkel zwei kurze und dann im Endeffekt im 45 Grad Winkel die Frontscheibe. Okay. Solange man in die Front geguckt hat, Ja. alles okay. Ja. Ist ein Fisch an dieser geknickten Stelle Hast du wieder vorbeigeschwommen, dieses. ist da die Hälfte verschwunden. Also Okay. furchtbar. In meinen Augen ist das kein Aquarium, das ist wirklich ein Krampf. Es gab Ja. Sechseck, Becken, Achteck, gruselig. Wenn das für ein, einmal habe ich für ein China-Restaurant einen Riesenpott gebaut, ich glaube sechseckig, ja. Da war dann aber eine Scheibe 80 Zentimeter und da Okay. konntest du in dem ganzen Okay, Restaurant ja. da einigermaßen reinschauen, aber den Effekt, dass da ein Fisch verschwindet halt, der da vorbeischwimmt, hatte man trotzdem. Und ich finde das einfach nicht toll. Dann gibt es Cubes, ne? Im Moment wieder sehr modern auf dem Markt oder erst, naja, doch schon ein paar Jahre, vielleicht 10 Jahre oder Ja, was. ja. Cubes, Würfel, sind dann auch schon wieder abgelöst worden mittlerweile durch, gab ja jetzt im Süßwasserbereich wieder so eine Welle mit toll eingerichteten Aquarien, ne? Aquascaping, ne? Da Ja, wird ja wieder eine. Aquascaping. Da wurden dann die Becken auf einmal wieder tiefer und flacher, ne? Also das sind immer so Modeerscheinungen, die dann auch die Formen verändern. Oder gewölbte Frontscheiben. Wollte Was ich auch gerade sagen, ne? hab Das ich Becken ist. gebaut mit gewölbten Konnte ich Frontscheiben? mir auch nie so richtig mit Hatte ich Freund selber werden. auch stehen bei mir. Okay, weil Fand das ich toll. wirkte immer so. Aber das ist halt auch ein bisschen Geschmackssache, Ja, ne? Du wirst je ab. nach Frontscheibenbiegung oder Durchbiegung konnte es da auch zu Verzerrungen kommen, ne? Vom Gesamtbild in. Aber ich fand es trotzdem eine Zeit lang ganz, ganz witzig, auch beim Eckpanorama. Du hattest nur, zeige ich das jetzt hier, man kann es nicht zeigen, Moment so. bitte. Funktioniert nicht. Okay. Mach's mit den Händen. 90 Grad gestellte Scheibe Ja. und eine gewölbte Ah, eine Frontscheibe. komplett gewölbt. Okay. Ohne Naht, ganz sauberen Okay, Blick nach okay. innen und das leicht gewölbt. Wie wirkt das, wenn man, ich habe jetzt da lang, ich habe nichts im Blick, wenn ich da reinschaue. Das verzerrt dann gar nicht Nein, oder das war, das. also ich habe die Frontscheiben waren meistens nur so 15 cm durchgebogen. Man nennt Ja. das Stich, ne? Das Ja. Stichmaß 15 cm auf eine Länge von vielleicht 1,30 m. Hast du so eine leichte Biegung gehabt? Das hat jetzt nicht groß verzerrt, ne? Und ich fand, das war ein toller Anblick, weil du hast halt keine Naht gehabt. Einfach von Wand zu Wand eine Riesensichtscheibe. Ja, und das fand ich okay. Aber ansonsten war einfach die Die Rechteckform schon Rechteckerfahrung. immer das Schönste. Und ich glaube, das wird auch ewig so bleiben, weil das ist einfach noch, es geht ja hier nicht darum, dass man sich da, was weiß ich, für ein kitschiges Formending dahinstellt. Es Ja. geht um das, was da drin ist, ne? Und das Aquarium beinhaltet es halt nun mal. Ja. Und Und man kann ja auch aus diesen Rechteck-Aquarien ja so ziemlich alles bauen, das weißt du ja am richtig. besten, ne? So Länge, Breite, Genau. Tiefe, Höhe, also Ja. alles, was man da so möchte. Also wenn du Genau. da was Individuelles anstrebst, ne? Da sind ja keine Grenzen Ja. gesetzt, ne? Ja. Richtig. Stefan, wenn man sich jetzt für ein gebrauchtes Aquarium entscheidet, ich glaube, das ist auch so ein Faktor, wo vielleicht die einige drüber nachdenken, weil hier und da lösen halt normal Aquarianer ihr Hobby auf. Und suchen auf dem Gebrauchtmarkt, auf was sollte man denn da achten, wenn man sich sowas anschaffen möchte? Also wenn so ein Kunde mich angerufen hat, habe ich eigentlich immer gesagt, bring das Ding her, ich muss das in Augenschein nehmen. Ne? Was bringt es am Telefon zu diskutieren über ein Aquarium, wo man dann lange Jahre Ja, reinschauen möchte? ja. Ne? Da ging es darum, um wichtige Kriterien, zum Beispiel halt die Sichtscheiben. Ne? Sind die kratzerfrei? Ich investiere eine Menge Geld in das Gesamtsystem und nachher schaue ich immer wieder Habe auf ich in der dieselben Mitte Kratzer. Ja, irgendwo einen Kratzer, genau, ne? Also weil. da nur mal als Hinweis, das ist mir passiert. Also ich habe mir auch einen Kratzer mal ins Becken reingearbeitet. So ziemlich beim Aufbau, den habe ich nicht gesehen. Sobald aber das Wasser drin war, und die setzen sich dann irgendwann mit Algen zu, ne? Dann habe ich es gesehen und der war schön mittendrin und da hätte ich schreien können. Also, Das ist ne? super Also da ärgerlich. genau schauen, Ja. ja. Ja, also das ist schon mal ärgerlich. Kratzer,
macht einfach keinen Spaß und fast jedes Aquarium. Wenn man sich genau anschaut, Wasser raus, siehst du, dass es verkratzt ist. Also es passiert einfach leider schnell. Und man muss das abwägen. Klar, will man Geld sparen und erstmal in die Meerwasseraquaristik reinschnuppern, dann kann ich sagen, ey, wenn ich dabei bleibe, was ich ja hoffe, und dann investiere ich irgendwann richtig. Ja. Oder Leute wissen, die wohnen jetzt noch ein Jahr in dieser Wohnung und dann müssen sie umziehen oder beruflich sich verändern. Da können die sich doch erstmal was Gebrauchtes hinstellen. Ja. Und wenn dann die neue Wohnung da ist, suche ich mir was, was dann genau da reinpasst. Ja. Gibt es viele Gründe. Also die, was auch wichtig ist, die Silikonnähte natürlich. Ne? Wie alt ist das Becken? Wie alt ist die Silikonnaht? Ist die noch unversehrt? Wurde da mit einem Klingenreiniger schon mehrmals reingeschnitten, ja, ist die von Algen unterwandert. Das sind so Zeichen. Also Verbindung zum Glas, ist das noch alles intakt? Ne? Genau, wo man sagen muss, oh, Finger weg, wenn da was irgendwie nicht mehr so gut aussieht. Ne? Das ist einfach ein Ausschlusskriterium. Wie sind die Glasstärke angeordnet? Ne? Normales Standard-Süßwasser-Aquarium hat hinten und vorne eine Längsstrebe und in der Mitte einen Mittelsteg. Also alles, was länger ist als 1,30 Meter, bekommt ja dann einen Mittelsteg. Früher war es dann so, man hat HQI-Lampen drüber gehängt. Wenn ich jetzt da ein Becken hatte, sagen wir 1,30 Meter lang, hat da meistens eine Lampe gereicht, um es zu beleuchten. Richtig, so, jetzt hing die aber mittig über dem Becken und hat auf den Steg geleuchtet. Und ein Meerwasser-Aquarium wird ja extra ohne Abdeckscheiben betrieben. Genau. Und da kann ich nicht das Licht durch einen 10, 12 Millimeter Steg da jagen. Das ist unpraktisch. Funktioniert nicht. Ne? Ja, ja. Also musste man dann abwägen. Müssen die Stege rausgeschnitten werden, anders aufgeteilt. Gut, HQI-Lampen sind vom Markt. Leider. Ja. Also ich bin einer, ich bin da oldschool, das war das schönste Licht, was wir hatten. Man muss es immer wieder sagen. Richtig. Bei HQI war die Faszination einfach, du hast den Flimmer-Effekt, der bei T5-Röhren heute eben nicht ist. Lebendiges Wasser. Genau, was die LEDs aber wieder bringen. Nur hast du bei HQI einfach ein Spektrum gehabt, was immer richtig war. Und das war super, super faszinierend. Ja. Das war nur so mal eingebracht. Also wie gesagt, Stege musste man beurteilen. Auch wenn ich einen Schacht in dieses Becken hätte bauen wollen und da läuft hinten ein breiter Längssteg über dem Schacht und du kommst dann an nichts dran oder der Mittelsteg mittig und du wolltest den Schacht in die Mitte bauen, funktioniert einfach nicht schön. Und dann wird der Aufwand schon größer. Ne? Schneide ich jetzt die Stege raus und so weiter. Was halt bei Meerwasseraquarien auch in meinen Augen Sinn macht, ist ein Rundumsteg. Haben wir damals bei dir auch gemacht. Die Stabilisierung quasi, ne? Ja, ja, das, aber und da ging es in erster Linie ja kriechendes Salz, springende Fische. Springschutz, ja. Also die Seitenstege braucht man selten zur Stabilisierung, weil die an schmalen Scheiben sind. Ja. Aber wie viele Fische verenden hinterm Aquarium, die nicht, die einfach rausspringen konnten, weil da halt kein Steg war. Ne? Ist super ärgerlich. Das ist so. Also ich habe jetzt aktuell ein Poolbecken bei mir zu Hause und ich habe dort auch mit Plexiglasstreifen einen Springschutz im Nachhinein wieder angebracht. Ne? Weil es wirklich so ist, ich habe mir jetzt auch wieder ein Antia abgehauen. Da ist einfach gewisse Fluchtgefahr. Ne? Gerade in der Abenddämmerung, dann fangen die nochmal an, sich da wild zu jagen und da ist wieder einer rausgesprungen und ich gesagt, okay, Poolbecken ist sehr schön, ne? Ganz, ganz toll. So ganz ohne Streben, aber letztendlich, ne, ist schade, wenn die Fische daraus erwischen. Poolbecken greife ich gerade mal auf. Das ist ja, also ein Poolbecken, dass du das mal gehört hast, ist ein Aquarium oben völlig frei von Stegen. Ne? Man hat einen Blick, Frontscheibe, Wasserstand, totale Mode, ne, puristisch, schlicht. Ja. Ist, sieht auch toll aus, sage ich gar nichts. Aber halt statisch ein Problem ab einer gewissen Größe. Ne? Ich meine, die Stege oben sind nicht zur Deko da drin. Die verhindern nur mal die Durchbiegung der Front- und Rückscheibe. Ne? Und das ist so, ja. Ab 1,30 Meter braucht es dann auch noch den Mittelsteg, der dann oben die Längsstege auch noch mal stabilisiert, dass die auch nicht in die Durchbiegung mitgehen. Ne? So, jetzt ist es Mode, jetzt lassen wir das alles weg. Wir können aber die Statik nicht verarschen. Ja? Die Statik ist, ist da. Richtig. Ich habe da ein kleines Beispiel, wie ich wild Meerwasser-Aquarianer war und hier in meiner Werkstatt ein 6000 Liter Anlage mit Meerwasser stehen hatte, war ich wöchentlich unterwegs zu Händlern, ne? Und habe mir
Fischis und Co. geholt. Das war immer mein heiliger Tag, wenn ich wieder eine Tour gemacht habe. Und zwar meistens 4 im Monat. Ist halt nun mal eine Sucht, da kann man nichts dagegen machen. Und dann kam ich zu dieser großen Zoofiliale in Frankfurt, ich sage jetzt hier keinen Namen, und habe mir die neu gebaute, nicht von mir gebaute neue Aquarienanlage da mal angeschaut. Die hat ein ziemlich großes Becken für niedere Tiere. Mhm. Ich glaube, es war 2,50 auf 2,50. Also ein Riesenwürfel. 60 hoch, würde ich sagen. Und als Pool, also ohne Stege, ne? Mhm. Klar. Der ich Kunde kommt rein und hat eine freie Sicht auf alles. Da ist jetzt nicht nochmal oben was eingeklebt und nimmt die Sicht und nimmt das Licht von oben. Wirkung toll. Da habe ich mir dieses Becken angeschaut und habe mir da den Filialleiter geholt, weil den kannte ich per Doom. Und habe gesagt, ey du, guck mal hier deine Scheibe, wie die sich hier durchbiegt. Da ist eine irre Last auf der Silikonnaht. Das wird nicht lange gut gehen. Ah, kein Problem. Aquarienbauer gebaut und so weiter. Mhm. Es ging nicht lange gut. Mhm. Also ich habe irgendwann mitbekommen, dass diese Nähte angefangen haben, Risse zu bekommen. Und wir mussten dieses Ding abbauen. Der Druck ist enorm. Ne? Genau. Auf so einem Ding, ey, das ist halt einfach nur mal ein gewisser Druck drauf. Man braucht jetzt keinen Kopf machen. Die Becken, die es im Handel gibt, die sind statisch, die sind durchgerechnet. Also gerade diese, ich sag mal, gerade diese typischen Fertigsysteme. Jemand, der sowas in Serie produziert, der würde sich beenden, wenn die Dinger dann hochfliegen. Es gibt ja Hersteller am Markt, ne? Es gibt ja einen großen, wo wir auch unser Schaubecken quasi zu stehen haben. Und die verkaufen das ja tausendfach. Ne? Die verkaufen das weltweit und die können sich das nicht erlauben. Ne? Es gibt immer, ich sag auch immer, mal irgendwo ein schwarzes Schaf. Es gibt mal einen Anwenderfehler, der vielleicht irgendwie unwissend die Silikonnaht dermaßen beschädigt hat, dass da mal was undicht wird. Na, aber in der Regel passiert da nichts. Was halt auch ein Punkt ist, bei den gebrauchten Aquarien sind die Bohrungen. Ne? Genau. Sind schon welche drin. Ja. Oft wichtiger Punkt. Ja. Oft für einen E-Heim-Filter, der angeschlossen war. Falls es Süßwasser war. Süßwasser war. Ja. Die passen aber dann nicht für unser Meerwasser-Aquarium. Ne? Wir haben eine stärkere Rückförderpumpe. Und zum E-Heim-Filter... Das ist einfach alles zu klein und zu zart. Du hast keine Bohrung für ein Überlaufrohr, du hast keine Notüberlaufbohrung. Also eigentlich muss man die dann, wenn überhaupt, verschließen und an anderer Stelle neu bohren. Ne? Ich hatte das auch mal gesehen, es hat jemand ein gebrauchtes Meerwasser-Aquarium inseriert und da ist mir aufgefallen, als er am Schacht fotografiert hat, sag ich, da ist ein Zulauf und ein Ablauf. Aber wo ist denn der Notüberlauf? Der wurde einfach nicht angebracht. Also derjenige hatte sich entschieden, ohne Notüberlauf, also da sagen wir beide, Finger weg. Ne? Also wenn du das Wasser anstaust, das muss man, dass das Wasser irgendwann über den Hauptablauf den Weg ins Technikbecken findet und der verstopft mal, dann hast du die Suppe in der Wohnung. Also ne, auf so Sachen einfach achten. Mhm. Ja, da können wir nur so ein bisschen sensibilisieren. Also das ist sehr, das sehr gefährlich. Nicht ohne. Ja. Wir sagen auch mehr darüber in der Folgelektion, ne? Genau, wir richtig. Das jetzt nicht so bis zum Ende, da kommt noch was drüber. Wird sehr informativ, ja. Ja. Wenn wir beim Thema Aquarien sind, gibt es ja noch das Filterbecken. Da würde es mich mal interessieren, ich plane jetzt ein Filterbecken oder ich möchte mir eins kaufen. Auf was muss ich denn da als Laie achten? Also ein Filterbecken ist ja in gewissem Maße aufgebaut, ne? Und wie erkenne ich denn, ob ich mein Filterbecken für meine Zwecke einsetzen kann? Hast du da so ein paar Tipps? Ja, natürlich. Erstens muss man ja wissen, ich hänge jetzt irgendein Filterbecken an irgendein Aquarium. Ja. Ne? So, was vielleicht vorher auch gar nicht zusammengehört hat. Kann ja sein, der Aquarianer sucht auf dem Gebrauchtmarkt ein Aquarium und beim anderen Kunden ein Filterbecken, weil der vorher ein E-Heim dran hatte. Was weiß ich. Ne? So, jetzt ist wichtig, Hauptbecken. Jetzt ist da zum Beispiel vielleicht von mir ein Überlaufschacht schon reingebaut worden. Und jetzt kann ich errechnen, ich weiß, wie viel Höhe der Wasserstand über der Überlaufschachtkante hat. Mhm. Das sind meist so 2,5 Zentimeter, wenn die Kammlänge richtig errechnet wurde. So, dann kann ich mir errechnen, wie viel Liter Wasser fallen bei Stromausfall, die Pumpe kann mal defekt sein, der Strom kann mal weg sein. Richtig, ja. Dann fließt das Wasser ja bis zur Oberkante Schacht zurück ins Filterbecken. Mhm. Und das Filterbecken muss diese Wassermenge ja aufnehmen können. Mhm. Ja, also normalerweise wird ein Aquarium beim Start gefüllt bis an die Überlauf
Kante vom Überlaufschacht. Mhm. Der Filter wird komplett vollgefüllt. So, dann habe ich den Maximalstand. Ne? Mhm. Stecker rein, dann fängt die Rückförderpumpe an. Zieht Wasser. Die Wassermenge so lange hoch zu fördern, bis oben überläuft und das Wasser zurückkommt in das Filterbecken. Mhm. Und dann habe ich meinen Kreislauf. Mhm. Wenn das dann läuft, ein paar Minuten, kann ich mir mit einem Edding oder einem Klebeband markieren, mein Wasserstand in der Pumpenkammer darf nie höher sein als jetzt. So, es kann aber passieren, wenn die Pumpenkammer, weil es zum Beispiel ein Süßwasserfilter war oder ein kleineres Becken, zu klein definiert ist und ich muss so viel Wasser hochfördern, bis das wieder zurückläuft, dass, dass läuft, die anfängt die zu schlürfen. Die läuft dann trocken. Ja? Also funktioniert einfach nicht. Das muss passen. Die Wassermenge muss in den Filter passen. Auch noch ein Punkt ist doch, das Wasser läuft jetzt, also die, wir gehen davon aus, die Pumpe fällt aus oder ich ziehe den Stecker. Jetzt läuft ja das aus dem Schacht das Wasser zurück ins Technikbecken oder ins Filterbecken. Aber wenn der Einlass von der Pumpe unter Wasser ist, da musst du dran denken, da läuft das Wasser auch noch zurück, bis die irgendwann Luft zieht. Ne? Deswegen, ich habe früher das mal gesehen, dass viele so Luftbohrungen gesetzt haben am Einlauf ins Becken. Da sagen wir noch was in der Folgelektion. Sehr gut, ne? Super. Ist ein ganz wichtiger Punkt. Gell? Weil man auch denkt da an, läuft Wasser. Man denkt dann, ich habe doch alles beachtet. Ja, ne? Ja. Und dann läuft auf einmal 10 cm mehr weg, genau, weil das Ding unter Wasser war. Ja, ja, genau. Ja. Okay. Dann sollte sich das Filterbecken ja in drei Hauptmerkmale aufteilen. Die Vorfilterkammer, die Technikkammer und die Kammer für die Rückförderpumpe. Ne? Wenn das für Süßwasser konfiguriert war, kann das nicht funktionieren für Meerwasser. Dann muss ich die Kammeranordnung einfach ändern. Man kann ein Süßwasserfilterbecken, so wie es ist, so gut wie in keinem Fall vernünftig für Meerwasser verwenden. Weil die Frage hätte ich jetzt auch noch an dich nachher gehabt, dann packen wir das jetzt in eins, weil ich glaube, das können wir hier sehr gut zusammen. Du hast die Größe, du musst für den Abschäumer eine Kammer schaffen, wo der seinen gleichbleibenden Wasserstand hat, sonst spinnt er sich einen ab. Ne? Auch das werden wir noch ausführlich erklären. Funktioniert nicht. Ja. Also ist generell, sagst du, Süßwassertechnikbecken sind eigentlich so gar nicht... Eigentlich so, wie sie sind, erstmal nicht. Die Rückförderpumpenkammer sind ganz anders aufgebaut. Ist eventuell zu klein. Ja. Normalerweise kannst du in so ein Filterbecken ja noch eine Osmosekammer dir mit reinkleben. Ja. Verstehe. Also es soll jetzt auch nicht heißen, dass das nicht machbar ist. Man kann so ein Becken natürlich umbauen. Umfunktionieren. Aber dabei ist mit Vorsicht umzugehen. Man muss da mit Schiebemesser, Klingen und so weiter, die auch schnell mal abbrechen. Und man hat die Hände dabei und muss da Silikonnähte durchschneiden. Je nachdem, wie die geklebt wurden, manchmal sind die fast Glas auf Glas, dann da kommst du mit der Klinge nicht dazwischen und dann wird es gefährlich. Ja, ne? Dann ist die Frage, ist der Aufwand, den auch ein Aquarienbauer braucht, der braucht auch irgendwie einen Stundenlohn, steht er im Verhältnis zu einer Neuanschaffung dann. Ne? Das muss man dann einfach abwägen. So, das ist so. Das sind so die wichtigen Punkte, würde ich sagen, was man auch dann dabei beachten muss. Ne? Ja, also ich sag mal so zusammenfassend kann man sagen, ne, also gerade zum Thema Umbaumaßnahmen, ne, man kann solche Umbaumaßnahmen schon selber machen. Nur wer mal an so einem Glas selber mal Hand angelegt hat, geschnitten hat oder hat mal versucht, sowas einzukleben, wir sagen da einfach, Gang zum Aquariumbauer, Stefan. Wo wir sagen, Mensch, geh da hin, wo die Profis sind, ne, und die können das, sprech mit denen, was du genau vorhast, die können dir vielleicht auch noch irgendwie einen geilen Tipp geben, ne, wo du dann sagst, oh Mensch, da habe ich gar nicht dran gedacht. Richtig. Ich hätte mir das vielleicht jetzt da irgendwie falsch zusammengeklebt, um dass da am Ende halt das richtige Ergebnis hast. Ja. Wir sehen uns im nächsten Video. Ein sehr informatives Video, wo du sicher etwas für dich mitnehmen kannst. Gib uns einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video hier auf unserem Kanal.